Ja, moin Leute, euer Vionex am Start. Heute spielen wir ein Rundchen ETC. Er wurde ja geändert, seitdem die Buddies raus sind. Hat man ja nicht mehr so einfach Buddies, bedeutet, er hat seinen eigenen Buddy nicht mehr und deswegen kostet die Hero Power jetzt nur noch 3 Gold. Das macht ihn natürlich wieder erheblich besser, weil man günstiger an andere Buddies kommt. Zum Start nehmen wir mal den Risen Rider hier mit. Also früher hat es wie gesagt 4 Gold gekostet, jetzt kostet die Hero Power nur noch 3 Gold. Und dann kann man einfach einen Buddy entdecken. Und da Buddies tendenziell stärker sind als normale Minions, ist das jetzt ungefähr, es ist schon ein Buff in einer gewissen Art und Weise, weil man für das gleiche Gold, für das man eine Karte kaufen könnte, jetzt sich einen Buddy holen kann. So, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durchs Early Game, indem ich hier level. Ziel wäre es, nächste Runde einen Token zu bekommen. Das ist möglich in Form von Ted, weil Murlocs drin sind. Das ist möglich in Form von dem Scout, der auf Tavern 2 ist, weil wir gelevelt haben. Das ist ja eine neutrale Karte, der ist immer drin. Das ist möglich in Form vom Naga Shell Collector auf Tavern 1, weil er uns eine Coin gibt. Und was nicht drin ist, wäre der Salamental. Das wäre die vierte Möglichkeit. Damit müssen wir halt einfach leben, dass wir den nicht haben. Man kann bei Stacheleber den Sunbaken noch so ein halb als Token zählen, weil klar, den behält man nicht auf dem Board, aber irgendwie hat man ja trotzdem durch die 2 Gems, die er einem gibt beim Verkaufen, 2 Stats, die man noch irgendwie verteilen kann. Aber auch der ist natürlich nicht drin, weil Stacheleber raus sind. Bedeutet, eigentlich haben wir nur die 3 Möglichkeiten, Ted, Scout und Shell Collector. Ja, es ist Shell Collector, das ist geil. Der ist sehr gut. Ich überlege fast, den sogar mitzunehmen und erst nächste Runde zu Hero Powern. Wobei man eigentlich jetzt jede Runde Hero Powern sollte, denke ich. Denn potenziell sind Buddies schon sehr stark. Ja, guck mal, der wird sich nach und nach automatisch buffen. Immer wenn man einen Minion kauft, bufft er sich. Der ist quasi, wir haben Magmalok, der plus 1 plus 1 kriegt für jede Einheit, die man kauft. Die man spielt. Wir haben den Dealer bei den Pirates, der für jede Einheit, die man verkauft, plus 1 kriegt. Und den SI7 Scout, der für jede Einheit, die man kauft, quasi ein plus 1 kriegt. Kaufen ist aber von den allen Varianten das Schwächste, weil natürlich generierte Karten durch Kampfschrei und so nicht zählen. Das ist bei dem Dealer und bei Magmalok natürlich der Fall. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Tavern 2 eine Karte, die man viel, viel, viel früher kriegt. Schöner Value-Hit. Gutes Unentschieden. Gucken wir uns nochmal einen Buddy an. Ja. Ich denke, es ist eindeutig, dass wir mit dem gehen, oder? Nächste Runde besorgen wir uns einen Buddy. Also wir leveln für 4. Besorgen uns einen Buddy für 3 Gold, den wir auf der Hand halten und 9 HP geben. Klar ist der Nachteil irgendwie, dadurch, dass wir immer mit den 3 Gold jetzt einen Buddy generieren, zählt das nicht als Kaufen für die SI7. Jock hat ordentlich Tempo, muss man wirklich sagen. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Der hat einfach 4 Naga gefunden. Da passt ja alles zusammen. So, leveln. Die 2-Drops sind jetzt nicht überragend. Und wie schnell werde ich eine goldene Einheit haben, die dann +5/+5 kriegt? Weiß ich nicht, ne? Der wäre eigentlich geil, wenn ich wüsste, dass ich den bald trippeln kann. Aber das weiß ich halt nicht. Und da ich noch nicht viel Reborn und Todesröcheln habe, ist Lady Sinestra auch nicht die beste. Ganz schwierige Sache. Tentacula ist auch spannend. Ich nehme mal Lady Sinestra. I'm rooting for you. Ja, dagegen verliere ich. Alter, die Leute hitten aber auch. Der hat einen kompletten Dragon-Build. Der hat 4 Dragons plus Smuggler bekommen. Der hier oben hat 4 Naga bekommen. Also wie kann man denn so viel Glück haben, dass alles zusammenpasst? Das ist wild.
Ich guck mal, was das wird. Ja, es muss Loyal Henchman sein. Es ist so gut, Sachen zu klauen. Und weil es so gut ist, Sachen zu klauen, werde ich auch Radio Star mitnehmen. Dann ist halt die Frage, tauscht man noch irgendwas aus? Zum Beispiel den Flötisten gegen... Ne, ich rolle einmal. Da ist der zweite Radio Star. Gehe ich auf Steel. Ja, wir haben zu wenig... Wir haben die Tempo-Buddies gepickt, aber haben dann nicht gekauft, sondern stattdessen gelevelt und uns weitere Buddies geholt. Vielleicht hätte ich erstmal zwei, drei Sachen nur kaufen, durchrollen sollen, um die SS7s ein bisschen zu buffen und nicht zu viel Schaden zu bekommen. Aber wer rechnet auch damit, dass der Jock perfekte Naga-Synergie und der Enhanced Mechanic perfekte Drachensynergie findet? Das ist ja keine einzige Karte, die nicht in dem Bild passt. Das ist schon wild. Das ist das gleiche Wildkätzchen? I don't know. Das ist mein current opponent. Das gucken wir uns nachher mal an. Handbuff muss irgendwie mit aufs Board. Das ist spannend, weil ich meinen Buddy dann golden machen kann. Also ich roll den durch. Der beste Buddy ist gerade, denke ich, der Henchman. Zack. Und dann nimmt man... Eine Karte muss ich auf der Hand halten. Nimmt man die mit oder rollt man einmal? Ich rolle einmal, weil ich eine bessere Karte finden möchte. Für Handbuff-Kram. Eine zweite Radio Star wäre cool gewesen, aber habe ich gerade keinen Platz für. Oh, Naga Shell Collector bekommen, schade. Und der Naga Shell Collector kriegt gerade die... Oh, guter Hit auf dem Sly Raptor. Triple Sly Raptor finde ich natürlich nicht schlecht. Wichtig ist, den Brand zu töten. Und es geht als unentschieden aus. Das ist okay für mich. Wir hätten das auch gewinnen können. Triple Sly Raptor ist natürlich sehr interessant. Das ist natürlich ausgerechnet den 5-5er-Buff, der Shell Collector bekommen hat. Ist ein bisschen ungünstig, aber was soll man machen? Ja, jetzt lohnt er sich. Dann kann ich den gehen lassen. Und Moment, ich kann ja theoretisch auch... den gehen lassen, Coin, und ich nehme mal einen Six-Drop mit. Und der Six-Drop ist scheiße. Dann nehmen wir Mantid mit. Wir trennen uns. Der muss aufs Board. Der muss aufs Board. Der muss auch gehen. Oh, geht Lady Sinestra oder geht Radio Star? Ich glaube, Radio Star muss leider gehen. Lady Sinestra sind halt so viele Attack-Buffs gerade auf meinem Board. Es wäre verrückt, die gehen zu lassen irgendwie. Aber ich muss sie jetzt gleich gehen lassen wahrscheinlich. Großes Problem an meinem Bild ist gerade, dass 5 Einheiten neutral sind. Ich habe einen Pirate und ich habe ein Wildtier. Aber ansonsten habe ich halt nur neutrale Einheiten. Damit kriegt man halt kein Bild gebaut irgendwie. Schön. Gute Hits, damit gewinnen wir. Sess die Shaker doppelt bekommen. Ist auch spannend. Ich könnte eine Runde Rattler für Reborn auf dem Sly mitnehmen. Das ist, denke ich, gut. Das ist das Pendant zu ihm. Immer wenn ich eins kaufe, immer wenn ich eins verkaufe. Sehe ich aber gerade gar nicht. Ist alles nicht geil. Ich lasse Sinestra gehen. Ich gucke, was das für ein Six-Drop wird. Eine weitere Mantid Queen. Die kann man mitnehmen. Da ist nichts Gutes bei.
Das reicht mir nicht. Morizont. Ich könnte den und den gehen lassen und einen Zesty, aber dann die Überlegung ist halt zu versuchen, den Zesty zu trippeln, aber das ist halt auch nicht wert. Den 5-5-Buff gehen lassen? Ich denke, ja. Zwei Six-Drops entdeckt, beides Manted Queens. Manted Queens sind leider keine richtungsweisenden Six-Drops. Weil es neutrale Units sind, die man einfach als Utility eigentlich im Late-Game dazu stellt. Man möchte aber eigentlich vorher richtungsweisende Six-Drops haben. Ja, ich hatte eine Atissa eben, aber da hatte ich keinen einzigen Naga. Hätte ich gewusst, dass ich danach gegen Double Zesty bekomme, dann hätte man das sich überlegen können. Aber so war das halt nicht gut. Beim zweiten Discover hätte man es dann überlegen können. Aber naja, ja, ich kriege so einen Schrott. Das war schlecht von dem Henchman leider. Weiß man vorher halt nicht. Es wäre cool, das mal irgendwann zu hitten da. Der scaled und scaled. Okay. Gut. Der Sly Raptor rettet mich da, Gott sei Dank. Gucken wir erstmal, was für ein Buddies vielleicht wird. Discover a Minion from a higher Tavern Tier. Was könnte es werden? Poh, wieder so ein Schwachsinn. Ich kickstarte meinen Magma-Lock mit 15-15 Stats, denke ich. Ich gebe einer meiner Mantids einfach mal Spot. Ich roll mal ein paar Sachen durch, einfach um die beiden hier ein bisschen besser zu buffen. Das ist alles nicht das Wahre, muss man leider sagen. Vielleicht geht man einfach fürs Poison mit dem. Fürs Venom. Ja, ich nehme ihn mit. Auch wenn es nicht das ist, was ich gerne hätte. Sowohl Max als auch Piraten sind gebannt. Das heißt, es gibt Elementare auch. Es gibt also gar keinen Cleave. Wildfire gibt es nicht, Foe Reaper gibt es nicht und den Piraten gibt es auch nicht. Bedeutet, es ist eigentlich komplett egal, wie ich es mit dem Taunt aufstelle. Okay, er nutzt Handbuffs. Er hat aber Gott sei Dank keinen Buff-Skill. Den hätte ich ja gerne gehittet, ne? Das Pferd bekommen. Schade, 2 Damage. Ich hätte ihn natürlich irgendwie gerne gekillt. Das sind nicht die besten Buddies, muss man sagen, ne? Buff-Skills sind es auch nicht. Es passt nichts zusammen. Zesty Triple. Naga. End of turn trigger twice. Ich kann natürlich hier 3 durchrollen und auf Drakari enden. Ich kann auch den nehmen, den in Six-Drop verwandeln, auf Magnus enden und dann Six-Drops kaufen die ganze Zeit. Das geht auch. Ich glaube, ich halte den Zesty und guck, was ich von dem Henchman kriege, weil ich danach dann viel besser entscheiden kann, was ich entdecken will. Bedeutet, eine Runde mit Drakari scalen ist vielleicht gar nicht so falsch. Will man die Kombi? Man könnte halt wirklich den in Six-Drop verwandeln und dann mit Magnus Six-Drops kaufen. Kostet mich aber auch zu viel Gold. Nee, es lohnt sich auch nicht. Eigentlich braucht man eine Atissa, einen Deep Blue und einen und den Zesty. Game ist abgestürzt, schön. Hallo, Game? Reconnect.
Okay, da sind wir wieder. Wir haben gewonnen. Tja. Irgendwas ist mit der Grafik beim Restart schiefgegangen. Alles ist so dick schwarz underlined bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Es passt nichts zusammen. Es ist richtig schrecklich. Es ist so schrecklich. Money. Ja, was soll der Quatsch? Ich bleib nicht auf der, wenn ich... Ach, ich hab nicht verloren, ne? Orgozoa, okay, hätte man sie doch behalten können. Scheiße, ist das er. Es ist ein ganz einziger Quatsch gerade. Mantid Triple. Sollte man das tun? Warum sollte man das tun? Ja, ich hätte den Henchman lieber. Und ich hätte mit dem nicht first gehen sollen. Oh, hier sind mehrere Fehler gleichzeitig passiert. Das habe ich verkackt, glaube ich. Ja, das habe ich hart verkackt. Ich krieg den Reborn nicht. Ich hätte den Henchman. Der Henchman wurde auch noch gesniped. Ist es nicht wahr? Ist genau das passiert, was ich prophezeit habe. Oh no. Bin ich tot? Ich glaube, es geht noch. 4. 8. Ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ja, mega. Also Positioning falsch gespielt, die falschen Einheiten Stealth gemacht. Da ist fast alles gerade fehlgeschlagen. Octosari kann man spielen. Wir gucken uns nochmal einen Buddy an. Gib mir mal einen coolen Buddy. Ja, ich will nichts. Keinen Buddy, der auf dem Board bleiben muss. Der muss gehen. Das ist extra Gold. Wir gucken uns mal an, was für einen Six-Drop wir kriegen können. Das ist okay, so. Das ist okay, so. Ich spiele die beiden. Die Frage ist, verkaufe ich noch was? Ne, ich spiele die beiden und das war's, ne? Das heißt, die beiden gehen noch. Ja, wir versuchen jetzt so gut es möglich einen weirden Octosari-Bild... Hybrid, I don't know, zu spielen. Okay. Double Banana Slammer, aber Gott sei Dank nicht so viele Sachen, die hier wiederkommen. Aber natürlich Double Ara, mit denen er die Sachen. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, Gott sei Dank hat er den falschen. Falschen Todesröcheln ausgelöst. Was super für mich war. No! Double Nadina, das ist, was man haben möchte, Leute. Okay, der ist. Der Octosari ist gar nicht so wenig gescaled. I like it. I like it. Wie haben wir es ins Finale geschafft, Leute? Manchmal ist es einfach nur Sachen um sich werfen und irgendwie versuchen zu überleben. Noch ein Octosari. Ich wüsste nicht, welcher Buddy so cool ist, dass man den mitnimmt. Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Ich trenne mich von dem. Ich gebe meinem Octosari 15-15. Ich trenne mich von der. Ich guck mal, ob ich noch irgendeinen coolen Kampfschrei-Buddy krieg. Nein, leider nein. Ist also irrelevant. Und dann spiele ich den zweiten Octo hier. Und hoffe, damit erstmal auszukommen. Gott sei Dank, wie gesagt, sie ist ein Attack-Buffs-Tempo-Hero. 5 Triple ist auch nicht wenig. Ach, sie war dieser doofe Spottbild, ne? Könnte ungemütlich werden. Klar, wer auf den Octosaris irgendwie
Reborn noch geil gewesen. Ich überlege gerade, die großen Spot-Units, da sollten wir mal vorne reingehen, wa? Kleine Venom-Units countern wir gut mit unseren Spawn-Sachen, aber schade, ich krieg keinen Reborn auf dem Raptor. Das ist frech. Aber ich habe zwei große Units. Ah, er holt auch eine... Ich sag auch noch, kleine Venom-Units kontern wir gut. Und fail dann aber in dem Sinne, dass die eine große Unit, die wir haben, natürlich von der Venom-Unit getradet wird. Was soll ich dazu noch sagen? GG. Interessantes Spiel. Manchmal kann man auch mit nichts einen wild zusammengewürfelten Bild spielen. Hätten wir Octosari oder irgendwas anderes früher gefunden, hätte das deutlich besser aussehen können. Ich denke trotzdem, man hat so gesehen, wie man sich so da durchschlängeln kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was hättet ihr anders gespielt. Wir hatten sicherlich viele Optionen, in andere Richtungen zu gehen. Man hätte eine frühe Atissa picken können, aber da wusste man noch nicht, dass der nächste Gegner uns Nagas schenkt und so weiter. Trotzdem würde mich das gerne interessieren, daher schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns im Stream sehen. Dienstag, Donnerstag, 19 Uhr, wie ihr wisst. Und ansonsten lasst mir gerne ein Abo da, Glocke, Like nicht vergessen und ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao.